Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow Mod und natürlich wiederum mit mir, eurem Ventagrassus. Wir sind immer noch in der Abduction in Indien unterwegs und haben hier den ein oder anderen Feind vor uns. Ich bin gerade überlegen, wie ich am besten gegen ihn vorgehen kann. Und Joe trifft eigentlich ganz gut. Tja, unsere Baroness, Kopf runter. Da sie in diesem Seuchennebel schwebt. Freaky Friendly, wenn wir dich hochstellen, kannst du die Granate leider nicht weit genug werfen, um da oben ordentlich aufzuräumen. Das ist das nächste Problem. Joe, du hast, glaube ich, sowieso nichts anderes zu tun im Moment, außer töten, töten, töten. Nein, hat nicht geklappt. Okay, damit kann man leben. Müssen wir im Moment auch hier Kopf einziehen für Godfather. Nussbaum. Warst schon mal überzeugt. Du hast ganz gut getroffen vorhin. Also, du kriegst die Chance, da oben jetzt zu wüten. Oh. Das ist nicht gut. Das hätte ich mir vielleicht besser erspart. Gut, aber das ist ein relativ sicherer Schuss. Den können wir probieren. Da war es einer weniger. Dich können wir dafür jetzt in die Ecke stellen. Und ein Freaky. Freaky setzt sich jetzt da oben dazu. Und versucht dem einen oder anderen vielleicht jetzt noch gerade den Scheitel zu ziehen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, die Granate weit genug zu werfen. Ha! Und es geht! Wenn wir die Granate hier platzieren, haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den einen vernichten und den anderen noch ein bisschen schädigen. Und zur Not auch noch ein bisschen was an Deckung vernichten, die hier rumsteht. Sehr gut, Deckung weg, der ist sichtbarer. Der ist angeschlagen. Oh, da ist noch so eine Drohne. Die repariert sich selbst. Oder wurde die auf diese riesige Distanz repariert? Ich glaube, das ist eher der Fall. Ja, hier haben wir ein Problem. Ich glaube, Joe, du musst da oben mal ganz kurz aushelfen, weil unsere Baroness kriegt, glaube ich, jetzt das Ganze nicht alleine geregelt, ohne sich selbst zu schädigen. Okay. Ja, Godfather kann eigentlich auch nicht viel regeln. Gut, das macht sie jetzt selber. Hat sie eigentlich keine andere Wahl. 60%. Den Schaden muss sie jetzt leider annehmen, sonst kriegt sie mehr. Oh Gott. Das war nicht gut. Na, die direkte Bedrohung ist hier der. Das heißt, der muss weg. So, Dankeschön. Den finde ich jetzt auch im Moment gefährlicher. Da werden wir jetzt nicht viel anstrengen. Das machen wir so. Sehr schön. Und die oben sitzende Drohne, da kümmern wir uns nachher drum. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, mich da oben ins offene Feld zu stellen und einfach nur Prügel zu kassieren, deshalb bleiben wir hier unten sitzen. Oh, die fliegt in die Flanke. Nicht nett.
Meldkanister abgeschaltet. Schade. Aber der raucht immer noch. Der Godfather. So, ab. Runter ducken. Joe, dir geht's nicht gut. Du hast nämlich gerade das Problem, dass du keine Munition mehr drin hast. Also einmal nachladen. Da hockt einer. Komme ich an den ran, wenn ich jetzt mich hier hinstelle? Kann ich den sehen? Ja. Nicht gut, aber ich kann ihn sehen. Du kannst jetzt auf die große Waffe wieder wechseln. Aber Kopf runter. Ein Loch darfst du nicht schießen. Ja, hier oben, ihr habt 3 Schuss, um diesen Drohnentypen hier auszuschalten. Das war der erste. Oh, wir haben nur 2 Schuss. Wir müssen gleich nachladen. Aber der zweite hat gereicht. Manchmal braucht man Glück. Es kann sein, dass der hier der letzte ist. So, keine Rauchwolke mehr. Das ist viel wert. Deshalb einmal nach vorne mit dir. So, und jetzt wegschießen. Wir sind noch nicht durch. Okay. Dann ist die Frage, wo der nächste Feind noch sitzt. Mails können wir wahrscheinlich vergessen für diese Mission. Oh. Ah, Meldkanister. Ich dachte gerade, ich höre den Feind. Irgendwie so eine fliegende Drohne oder irgendwas in der Richtung. Aber da hat mich mein Gehör getäuscht. Das war nur der Meldkanister. Scheint sicher zu sein. Ich werde jetzt tatsächlich ganz wagemutig runterhüpfen, weil ich ganz gerne etwas mehr Meld hätte. Und hier huschen wir nach vorne. Oh, da gibt es noch eins. Wie verführerisch. Auf nach vorne. Und das Problem löst sich von selbst. Ha, wunderbar. War das der letzte? Excellent work. All objectives complete. Puh. Das war kritisch. Naja, eigentlich nicht mehr, aber die Beute zu kriegen, das war das Schwierige dabei. Express my gratitude to our troops, Commander. In recovering additional meld from the field, they've provided the means for us to expand our development programs. Ja, haben wir gern gemacht. So, Holo-Targeting. Aggression oder Plattformstabilität. Sind alle recht nützlich, aber Holo-Targeting nehme ich am liebsten, weil ein Sniper hat meistens die Ausrüstung, die dazu führt, dass man am besten schießen kann, also am genauesten. Damit hat man den Feind dann markiert und die anderen können dann den Feind noch leichter ausschalten. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ja. Sehr gut. Freaky Friendly hat die nächste Stufe erreicht. Entweder machen wir dich jetzt zu einem gefürchteten Sprengmeister, der viel Schaden austeilt, oder auch wieder zum Unterstützer. Ich glaube, ich nehme dich als Sprengmeister wieder mit. Ich habe einen, den ich testen kann als Supporter. Das habe ich jetzt auch schon ausprobiert, also eingestellt. Hat ja auch seine Rauchgranate gekriegt.
We will be in touch, Commander. Den Rest müssen wir anders lösen. So, Dankeschön. Der Auftrag ist erfüllt. Wir können uns wieder unserer Laserwaffenproduktion widmen. Ja, endlich. Wir sind jetzt mächtig. Jetzt können die schweren Feinde kommen. Besser nicht. Okay, die brauchen ein wenig Illyrium und geben uns dafür einen ganzen Haufen Geld. Klar, hier, nehmt. Mit dem ganzen Haufen Geld kann ich bestimmt was Interessantes anstellen. Labor wird gebaut. Fusionsgenerator brauche ich vorerst nicht, weil wir haben den Thermogenerator. Wir kriegen noch einen Thermogenerator. Satellitenablink wäre eine ganz interessante Investition. Genauso die denken an Reden. Die Schulung, die Offiziersschulungsräume. Foundry wäre auch noch wichtig. Setzen wir hier hin, ja. Die Gießerei. Ja, die Gießerei ist, glaube ich, jetzt das erste Ziel. Das heißt, ja, fast Mitte nächsten Monats, nee, Anfang nächsten Monats können wir besser forschen und größere Sachen produzieren. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Als nächstes gibt es aber auf jeden Fall den Schulungsraum, wenn das Geld wieder da ist. Wir müssen auch mal die Anzahl an unseren Leuten auf dem Schlachtfeld vergrößern. Verdammt. Gut, wir müssen jetzt eine klitzekleine Terrormission abwehren. Das hat ja das letzte Mal schon so gut funktioniert. Also, wir brauchen einen erfahrenen Scout. Nehmen O'Kane mit. Obwohl. Doch, wir nehmen O'Kane mit, weil sie jetzt einfach besser schießt. Brenno kann sich in der nächsten Mission, in einer leichteren Mission, halt eben die nächste Stufe verdienen. So. Okay. Hackmaster macht sich hier schon bemerkbar. Zwei Battlescanner. Laser Rival. Weil. Ich glaube. 4-6 und 6-9. Ich glaube, besserer Schaden. Ne, gleicher Schaden, aber höhere Crit-Chance, höhere Zielgenauigkeit. Sehr sinnvoll, glaube ich. Mustang. Mustang geht auf jeden Fall mit. Laserwaffe. Glaube, sollte ich hier vielleicht noch eine andere Granate reinstopfen, beziehungsweise größeres Magazin mitnehmen. Base Move 3, ja, wir brauchen ein größeres Magazin. So. Alte Bärin. Du kannst dich dann gleich mal austoben mit deinen ganzen Granaten. Mac als Rocketeer. Ich glaube, ich hole noch Van Dorn mit als weiteren Infanteristen. Da müssen wir nämlich recht viel schießen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir genau genug sind. Alte Bärin. Nicht verzagen, du bekommst auch ein Lasergewehr. So. Gunner oder nicht? Ja komm, Lea, du darfst auch mit. Kriegst noch ein Scope. Na, wirst du wohl. Ja, leider hast du noch kein Lasergewehr. Also kein
eine Laservariante des LMG. Kommt noch, kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, ich nehme noch einen unerfahrenen Rocketeer mit. Habe ich noch einen ganz unerfahrenen? Jawohl, habe ich. Damit ich ein bisschen mehr Sprengkraft noch mitbringe, weil ich glaube, alte Bären, deine Sprenggranaten sind gut, aber reichen vielleicht nicht ganz aus für die Masse. So. Ja, dann sammelt euch. Probieren wir doch mal das Ganze im Gefecht aus. Na, da bin ich mal gespannt, was draus wird. Rettet Japan. Japan muss gerettet werden. You'll be heading into Japan for the next mission. The aliens are continuing their incursions into highly populated areas. We can't allow further civilian casualties to spread panic in the region. Wäre jetzt natürlich ganz praktisch, wenn wir hier nicht so versagen und ja, mindestens mal 9 retten. Das wäre super. Das ist schon schlecht genug. Aber man kann es natürlich selber nicht bestimmen. Wenn der Feind gleich neben den Zivilisten steht, dann ist es für ihn ein leichtes, einfach zu töten und zu morden. Und bis wir dann dahin gelaufen sind, ist, glaube ich, die ganze Mission durch. Squad is cleared to engage hostile targets. Watch your fire out there. We have civilians on the ground. Repeat, civilians are in the AO. Okay. Mitgekriegt. Zivilisten an Bord. Es ist eine Schlauchkarte, wie man gerade sieht. Hier ist Rand und hier ist Rand. Das heißt, wir können quasi nur in eine Richtung. Der Motion Tracker wird uns dabei schon helfen. Moving out. So, dann will ich den Feind auch sehen. Hast du jetzt die Scheibe eingeschmissen, um eine Granate zu werfen? Ja. Mustang, da vorne hin. Overwatch. General, nach vorne. Ebenfalls Overwatch. Alte Bären. Kriegst die Position. Overwatch. Vielleicht können wir von hier aus gleich gut schießen. Oh, da können wir gut schießen. Und dich hocken wir, glaube ich, gleich daneben. Im Overwatch. Neun. Da hätte ich jetzt gerne eine Rakete hier reingebracht. Aber das funktioniert ja leider nicht. Da sitzen wir einfach schon mal falsch. Aber sie waren so freundlich und haben hier vorne noch keinen Zivilisten, keinen Zivilisten getötet. Nicht gut. Kann irgendwer jetzt schon was tun? Nein, natürlich nicht. Okay. Holen wir den Feind mal näher. So, jetzt sollten wir eigentlich die ersten gleich erschießen können. Allerdings nicht hier mit O'Kane, weil die ist, glaube ich, gleich auf der Flucht. Schauen wir mal nach. Näher.
Ganz große Distanz geht nicht, aber hier vorne, den können wir doch schon mal wegschroten. Perfekt, nächster Schuss ist tödlich. Ich glaube, die stellen wir hier hinten dran. Wenn wir gleich deine Raketen brauchen. Perfekt. Okay, Overwatch. So, mit voller Macht wegsprinten. Overwatch für Mustang. General ebenfalls in Overwatch. Und jeder feindliche Trupp, der jetzt gerade durch diese Lücke läuft, wird wenigstens ein bisschen malträtiert. Vielleicht können wir die Zahl nochmal reduzieren, um noch einen. Das müssen wir irgendwie, glaube ich, sprengen. Oh Gott, wo kommt ihr durch? Nicht gut. Viel besser. Aber er tut uns nichts, er musste zu weit laufen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Zombie. Ich glaube, alte Bärin kann gleich mal einen schönen Rückzug machen und dann eine Granate hinwerfen. Oh ja. Ein Glück, alte Bären kann sich noch zurückziehen. Das sollte alte Bären als erstes machen, darf ich? Ja, danke, sehr schön. Einmal Flucht. Ich glaube, wir schießen zuerst die Rakete, um sicher zu gehen, dass wir hier auch die ganze Deckung wegspringen. Und dann können wir eine AP-Granate reinwerfen. So der Plan. Diese kurze Distanz sollte man doch eigentlich mit einer Raketenwerfer halbwegs vernünftig schießen können. Jawohl. Ein Glück. Bin ich froh, dass ich noch einen zweiten Sprengmeister mitgebracht habe. Weil das wäre richtig, richtig schief gegangen. So, Leia macht den Rest. Dramatisch, aus der Drehung. Schön gemacht. So. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendjemanden, der da mithelfen kann? Glaube ich nicht. Mustang geht in Overwatch. Bleibt im Overwatch. Und hier ziehen wir uns nochmal zurück. Wir wissen, wo der Feind ist. Der weiß jetzt, wo wir sind. Ach so, ja. Eine alte Bärin steht im Abholbereich. Ach, schade, Van Dorn. Das war sehr schlecht geschossen. Mustang. Macht auch nicht besser. Hey Leute, wir brauchen keine Lasershow. Wir brauchen hier ein paar tote Aliens.
ein Zombie. Der andere müsste eigentlich auch gleich aufstehen. Das war nah dran. Neun Tote schon. Naja, das werden wir nicht mehr schaffen mit neun Retten. Wir müssen nämlich dafür noch einen töten, um uns diesen Schnitt zu versauen. Gut, ob wir jetzt aber noch ein paar retten können, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.